Back, back, back from the dead Ja, willkommen zu einer neuen Episode der Fortnite Daily News. Das war gerade der Trailer zu den fortnite mars, der natürlich heute released worden ist und da gibt es natürlich einiges zu bereden drüber, denn äh, die Map hat sich verändert, es gibt äh, neue Leaks und äh, der Shop hat sich so ein bisschen verändert und äh, da würde ich sagen, schauen wir doch mal direkt rein und äh, ich zeige euch, was alles Neues, ist, was alles geleakt ist und wir gehen jetzt alles mal im Schnelldurchlauf sozusagen durch. Also, let's go! Also bevor wir anfangen mit den ganzen Kleinigkeiten, hier erstmal eine komplett Übersicht, falls wir nachher irgendwas vergessen sollten, beziehungsweise vergessen darüber zu sprechen, weil wir keine Zeit haben, weil das Video sonst irgendwie zwei Stunden geht. Also, das erstmal die Übersicht für alle neuen Dinge, die geleakt sind, beziehungsweise die jetzt in den Files drin sind, die man jetzt in der nächsten Zeit bekommen kann, die dann reinkommen werden durch das Event, was richtig nice ist, beziehungsweise auch nach dem Event. So, wir fangen mal mit ein paar Kleinigkeiten an. Und zwar eine Sache, die neu ist: Man kann jetzt Nicknamen erstellen für Spieler. Was ziemlich nice ist, denn es gibt ja doch oft Leute in eurer Freundesliste, die öfter mal den Namen ändern. Also, wenn ihr so Leute habt, die irgendwie ständig ihren Namen ändern, könnt ihr denen jetzt einen festen Namen zuweisen. Und äh, äh, so wie hier in dem Beispiel jetzt. Und äh, ja, einen lustigen Namen sozusagen auswählen für jemanden, den ihr leiden könnt oder auch nicht. Ja, dann obvious changes. Die Minimap hat sich verändert, beziehungsweise die Map, ihr seht schon in der Mitte, dieses zentrale Stück, wo wir immer schon gedacht haben, okay, da könnte vielleicht irgendwas passieren, weil das so Loot Lake-ähnlich aussieht. Äh, da passiert natürlich was, denn da ist sozusagen das große Entstehen der fortnite Maps. Das heißt also, das ist sogar auch in der Minimap geupdatet worden. So, einige neue Loading-Screens gab es natürlich auch. Und zwar vier Stück an der Zahl, die zeige ich euch jetzt mal, die ziemlich nice aussehen, muss ich sagen, und so ein bisschen zu dieser Gruselstimmung beitragen. Wie zum Beispiel äh, das hier, was absolut cool aussieht. Äh, das natürlich mit den. Äh, mit dem Final Reckoning Set, was wir mittlerweile ja auch schon kennen. Dann äh, das hier mit 8 Ball. Und da können wir sehen, im Hintergrund geht auf jeden Fall was ab. Und äh, dann haben wir diese Version hier, die ich übrigens auch ziemlich nice finde, <laughs> wie er hier den Frosch ist. Der ist absolut eklig, der Typ, oder? <laughs> Aber naja, ähm, ihr seht schon, äh, hier wird sich vorbereitet auf den Krieg. Ähm, ziemlich nice auf jeden Fall, die äh, Loading Screens. So, dann wenn ihr eine Runde fortnite mehr gewinnt, dann bekommt ihr auch einen neuen Regenschirm, was ziemlich cool ist, muss ich sagen. Ähm, zusätzlich zu dem Wasserschirm, den man ja sowieso bekommt, wenn man eine normale Runde gewinnt, bekommt man jetzt den hier und äh, der sieht nice aus, muss ich sagen. Ganz ehrlich, der passt auf jeden Fall äh, cool zu dem Thema und auch zu dem einen oder anderen Skin. Ihr wisst ja, es kommen auch noch so Dark-Skins, wir haben ja schon einige Dark-Skins, aber es kommen noch welche, einmal mit einem Bundle äh, und natürlich dann auch noch diese Dinos, die kommen werden. Also passt auf jeden Fall richtig nice dazu. So, Lukas, Seven Yoshi bringt uns nochmal eine Übersicht über die ganzen Fortnite-Mars-Challenges, die jetzt reingekommen sind, wo ihr natürlich ordentliches XP, äh, XP verdienen könnt, wie ihr sehen könnt, ähm, und auch einige interessante Sachen äh, zu lesen sind, wie zum Beispiel das mit dem Deal Damage to the, äh, Storm King, ähm, was auch ziemlich nice ist, denn ähm, wir werden so eine Art Endkampf haben am Ende äh, in Fortnite-Mars. Äh, für die Leute, die noch nicht reingeguckt haben, ist ziemlich nice. Ähm, da kämpft man gegen so ein äh, riesen Monster sozusagen, was absolut cool ist. Ähm, was auch, glaube ich, auch Save the World ist, soweit ich weiß, oder? Äh, könnt mich gerne korrigieren, denn ich spiele Save the World nicht so oft. Deswegen, äh, ja, auf jeden Fall das drinne. Ähm, jede Menge Stuff auf jeden Fall zu machen, jede Menge XP, die man freischalten kann. So, der Rocket Launcher in all seinen Farben und Formen ist natürlich auch geupdated worden zu dem Halloween Launcher ist ja klar, das ist jedes Jahr der Fall für die Leute, die neu dabei sind. So sieht das Ganze dann aus in den verschiedenen Rarities im Grunde genommen immer gleich und der macht dann so ein lustiges Geräusch beziehungsweise so ein Lachen kommt dann so, wenn ihr den Kürbis schießt. Also ziemlich cool gemacht muss ich sagen, immer wieder was Cooles jedes Jahr den zu sehen. So, dann mit dem Update heute ist äh, Wrath reingekommen. Wir dachten eigentlich, dass der gestern Nacht reinkommt, aber der ist heute mit dem Update reingekommen. Äh, den muss ich mir unbedingt nachher noch holen. Äh, wir werden heute um 20 Uhr circa, äh, wenn wir reingucken in die Fortnite, mehr als für ein paar Stunden, ähm, der ist drin im Shop für 1500 V-Bucks und der kommt mit eigenen Challenges, um die verschiedenen Styles, beziehungsweise auch die verschiedenen Styles der Backblinks sozusagen, äh, freizuschalten. Und ihr könnt schon sehen, was man machen muss. Und zwar äh, muss man. Ähm ja, Creative spielen im Grunde genommen, was ziemlich crazy ist. Ein paar Creative Matches machen, um, ja, meine wird sache ist natürlich die orangene Sache. Das passt übelst nice, mit dem orangen Backblink vielleicht sogar. Da muss man aber einiges für machen, wie ihr sehen könnt. 10.000 Damage in Creative Matches zu Gegnern machen. Also schauen wir mal, wie das Ganze dann wird. Aber man kann ja ein paar Zone Wars spielen und dann wird das Ganze schon. Also von daher kann man das Ganze eigentlich relativ schnell freischalten, muss ich sagen. Mit Hilfe der Community geht das, glaube ich, noch ein Ticken schneller. So, dann kommen wir endlich zu geliebten Skins. Angefangen mit Haze. Ähm, Blaue Rarity, zwei verschiedene Styles mit den geilen Hörnern oben drauf und dann äh, rote Augen. Leute, guckt euch unbedingt Eli auf Netflix an. Das erinnert mich übelst daran. Äh, richtig nice übrigens. Cooler Skin, muss ich sagen. Gefällt mir äh, auf Anhieb richtig gut eigentlich. Vor allem der zweite Style dann. Äh, wäre cool, wenn das so reactive wäre, muss ich sagen. So, man macht ein paar Kills und dann verwandelt man sich. Denn äh, eigentlich finde ich beides cool. So Diese Verwandlung finde ich eigentlich ziemlich nice. Aber ja, cooler Skin auf jeden Fall. So, die lang erwartete Mary Mint X ist jetzt auch endlich drin, äh, in den Files zumindest und äh, das heißt also die Leute, die den Code eingegeben haben, die bekommen jetzt auch eine Mitteilung, dass man den freigestellt hat. Also, wenn noch einen Code für mich hat, gerne bei mir melden, gerne über den Discord mir schicken, würde mich freuen darüber, ähm, aber ja, das ist auf jeden Fall jetzt auch in den Files drin für alle, die lange gewartet haben. So, wir gehen hier nochmal ein paar Skins durch. Ähm, nicht unbedingt vom Namen her, aber auf einmal von oben bis unten, damit ihr mal sehen könnt, wie die aussehen. Also hier nochmal Haze in der äh, Version, wenn sie verwandelt ist. Richtig nice, muss ich sagen. Cooler Skin. Äh, weiter geht's mit der Hexe, die ein unglaublich krasses Gesicht hat. Guckt euch die mal an. Die passen da ja übelst. Ich habe schon mal gesagt, eine Hexe wäre richtig nice. Äh, cool, wenn es dazu jetzt irgendwie noch einen äh, Gleiter geben würde, der so ein fliegender Besen ist oder so. Wäre natürlich blöd von Animation her, musste man sich dran festhalten, weil ihr wisst ja, die Animationen sind immer mit den Armen, aber trotzdem nice. Auf jeden Fall eine Hexe im Spiel zu haben. Hier nochmal eine andere Variante, auch richtig nice, muss ich sagen. Auch von der Hautfarbe her übelst, übelst nice gemacht. Und natürlich die Variante hier, die ich auch nicht schlecht finde, muss ich sagen. Die so ein bisschen entgegen dem Wrath steht, muss ich sagen. Denn ähm, der sieht natürlich auch so, der ist natürlich keine Mumie und so, äh, hat aber auch einen Hut auf, sieht so ein bisschen ähnlich aus. Ähm, trotzdem finde ich Wrath, glaube ich, einen Ticken besser, obwohl die Animationen hier schon geil sind. Mit diesem schwarzen, was auch immer das ist, Dämonen-Style, der so ein bisschen abgeht von ihm. Äh, sieht absolut nice aus. So, es geht weiter mit äh, einigen nicht so verrückten Skins, muss man sagen, äh, die so ein bisschen normaler sind, in Anführungsstrichen. Äh, und die schalten wir jetzt mal durch hier, was alles so gibt. Äh, auch ein nice Skin, muss ich sagen, hier. Äh, die Fußballerin mal in anderer Uniform. Äh, hier sehen wir nochmal einen anderen Skin. Äh, ich weiß gar nicht, ob das ein neuer Style werden wird. Ähm, könnte eigentlich sein. Und äh, das komische Baumding. Wir haben jetzt also in Fortnite unseren eigenen Groot, ähm, der anscheinend drin ist der ist irgendwie nice, den kann ich mir auch gut OP vorstellen, wenn man sich irgendwo hinkniet und so tut, als wenn man ein Busch wäre. Ich weiß nicht, ob das funktioniert, aber äh, sobald er reinkommt, müssen wir das unbedingt mal testen, denn äh, das könnte echt äh, so ein Skin werden, der wirklich gut getarnt ist in so einem Wald oder so. Ich weiß nicht, also könnte wirklich sein. Ich bin mal gespannt, äh, wie das Ganze dann im Spiel ist. Ist auf jeden Fall der verrückteste Skin, den ich heute gesehen habe. So, Ghoul, Skull und Wrath haben äh, Styles bekommen, bzw. Decks bekommen äh, für die Skateboards, für alle Leute, die gerne die Skateboard-Decks sammeln. Äh, die sind in den Files jetzt dran, das heißt also, ihr könnt ihr bald freischalten. Hier sehen wir einmal das Ghoul-Design, ähm, dann das ist vom Skull, was auch ziemlich nice aussieht. Und äh, das hier ist vom Wrath gemacht, was ich auch ziemlich nice finde, muss ich sagen. Also drei neue Designs äh, auf jeden Fall für das Skateboard am Start. So, der Takedown The King LTM scheint jetzt auch bereit zu sein, seit circa, ich weiß nicht, 30, 40 Minuten. Also der war nicht instant verfügbar, aber jetzt soll er wohl verfügbar sein äh, und ihr könnt ihn dann auch spielen. Äh, da werden wir auf jeden Fall, wie gesagt, heute Nacht mal, äh, heute Abend, bzw. mal reingucken, um 20 Uhr circa, ähm, 21 20, äh, 20 Uhr, 20 21 Uhr werde ich da reinstreamen auf jeden Fall. Vorher streamen nämlich ein bisschen das Abo-Special heute, beziehungsweise das Top-Supporter-Special ähm, und danach äh, gucken wir auf jeden Fall in Fortnite mehrs rein. Bin ich auf jeden Fall gespannt, wie das Ganze dann wird, will nämlich auf jeden Fall meinen Regenschirm bekommen. So, nochmal News äh, zu dem Skin hier und zwar zu der Hexe Hemlock, die in zwei verschiedenen Styles kommt. Die kommt tatsächlich mit einem integrierten Emote daher. Äh, was ich cool finde, dass äh, Epic sowas macht in letzter Zeit, dass es so integrierte Emotes gibt oder Pickaxe oder sowas. Äh, das müsste viel öfter der Fall sein, wie ich finde. Und das müsste vor allem auch ein Standard sein bei 2000er Skins. Hier in dem Fall natürlich kein 2000er Skin, äh, aber trotzdem nice, dass wir ähm, hier so zwei verschiedene Varianten bekommen, plus noch ein E-Mode. Also, coole Sache. Also, wahrscheinlich gibt es noch tausend andere Sachen zu berichten. Ich will das Video nur nicht zu lange machen. Wir schauen da heute auf jeden Fall mal rein, lassen uns überraschen, was da noch so an Kleinigkeiten auf uns auftaucht, sozusagen, was wir dann sehen werden. Wie gesagt, heute Nacht oder heute Abend gucken wir da auf jeden Fall mal rein. Bin gespannt, seid auf jeden Fall dabei, könnt gerne mitzocken und vor allem auch den LTM zum Beispiel mitmachen und ein paar Creative-Runden spielen, um dann ein paar Challenges fertig zu machen für den einen oder anderen. Und ich freue mich auf jeden Fall, ich bin übelst gespannt. Fortnite macht seit langer, langer Zeit wieder viel, viel, viel Spaß seit dem neuen Chapter, muss ich sagen. Und und jetzt mit den Fortnite-Mairs äh, bin ich auch gehypt, muss ich ganz ehrlich sagen. Feiere ich. Die ganzen Halloween-Skins muss ich auch sagen, jetzt, wenn man mal rückblickend so guckt, was alles rausgekommen ist und was jetzt gelegt ist, bin ich eigentlich ganz zufrieden mit der großen Auswahl. Denn äh, alle freuen sich natürlich auf Ghoul, das ist natürlich klar. Die wird wahrscheinlich heute Nacht in den Shop kommen. Ähm aber ich muss ganz ehrlich sagen, wenn wir jetzt mal schauen, wir haben so eine Art Mumien-Skin, wir haben einen Hexenskin drin, äh, wir haben so viele andere, wir haben die Soccer-Typen bekommen als Zombies. Also jede Menge Stuff ist reingekommen. Also Epic hat sich da schon was einfallen lassen und hat schon richtig, richtig geile Sachen reingebracht. Vor allem auch eine Menge Stuff reingebracht, was ich absolut nice finde. Also wie gesagt, ähm, schreibt gerne mal unten in die Kommentare, was ihr von den fortnite mers bisher haltet und ähm, ob ihr schon reingeguckt habt und äh, ja, wie das Ganze für euch war, wie die Erfahrung für euch ist. Ähm, wie gesagt, wir schauen da heute Nacht oder heute Abend mal zusammen rein. Und gucken mal, was da so abgeht in Fortnite-Merce. Ähm, aber ja, generell auch, was ihr von den ganzen Halloween-Skins haltet, würde ich gerne mal wissen. Auch zu den ganzen geliebten Sachen jetzt. Peely haben wir im Trailer gesehen, bekommt jetzt auch wieder einen neuen Skin, so einen halben, so halben Skelett-Mumien-Ding. Äh, äh, absolut nice. Also, solche Sachen sind natürlich auch cool. So lustige Sachen bleiben natürlich auch immer äh, erhalten bei Epic Games. Ich muss sagen, Fortnite macht wieder übelst Spaß. Die Skins sind cool und. Ähm Genau, hier, das darf ich gar nicht vergessen. Hier Willow im Hintergrund sehen wir auch, die ich da äh, spiele im Gameplay. Ähm, das Pack ist natürlich auch rausgekommen. Wir sehen jetzt am 5. November wieder ein neues Pack, was rauskommt. Ähm, die, die dunklen Dino-Typen kommen auch noch. Ähm, wir haben noch ein anderes Pack, was rauskommt mit dem dunklen Engel und so weiter. Also jede, jede Menge Stuff äh, in letzter Zeit, was äh, Fortnite uns beschert. Ähm also, absolut nice. Und äh, ja, wie gesagt, Leute, wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like da, lasst gerne Sub da und unterstützt mich gerne mit dem Creator-Code, wenn Snipes. Ähm, schaut gerne in meine Streams vorbei. Wir streamen das Ganze heute Abend. Wie gesagt, heute Nacht bin ich sowieso immer live, dann ab 0 Uhr. Für die Leute, die es noch nicht wissen, da streame ich immer in den Shop rein, jetzt äh, seit neuestem. Das heißt also, wir können dann gemeinsam ein bisschen quatschen, so eine Stunde. Äh, vielleicht nochmal die eine oder andere Runde LTM spielen zusammen. Und äh, ja, dann. Geht's los mit dem Shop sozusagen. Also, wenn ihr Bock habt, vorbeizuschauen, macht das gerne. Und äh, ja, dann würde ich sagen, hören wir uns morgen zur neuen Episode. Also, bis dahin. Ciao, ciao.